Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi Report auf YouTube. Die Geschichte hinter der Geschichte, die Welt, unser Klassenzimmer, der College of Knowledge. Gestern hatten wir ja über eine Persönlichkeit, eine große Persönlichkeit des amerikanischen Kabarets berichtet, George Carlin, auf unserem Partnerkanal Rumble. Heute tun wir das auf YouTube über eine nicht minder tolle Persönlichkeit, eine Frau diesmal. Es handelt sich um Monika Gruber, die deutsche Kabarettistin aus Bayern, aus Erding, um genau zu sein. Ja, eine interessante Geschichte, die auch Mut macht, dass man eben etwas erreichen kann, auf zivilem Weg, auf legalem Weg etwas bewegen kann und man auch manchmal anfangen muss mit etwas, wenn man denkt, ja, was soll das, mache ich mich da nicht nur lächerlich. Hört euch das mal einfach an und ich hoffe, ihr könnt da auch ein bisschen Mut daraus schöpfen. Am Anfang steht ein einzelner Mann mit einem Schild, weil Franz Wiedmann, Inhaber eines Optikerladens im bayerischen Erding, genug hat von der Heizungspolitik der Ampelregierung, stellt er sich eines Tages allein auf einen Platz in seiner Heimatstadt und protestiert mit einem Schild. Auf diesem steht: Stoppt die Heizungsideologie. Ein Bild seines Protestes landet später in der Zeitung. Normalerweise wäre das alles vermutlich irgendwie versandet und niemand hätte es zur Kenntnis genommen und man wäre zur Tagesordnung übergegangen. Doch es kommt erstens anders, als man zweitens denkt. Denn erstens ist die Wut auf die Energiepolitik der Bundesregierung mittlerweile nicht mehr groß, sondern sehr groß. Und zweitens ist Wiedmann ein Bekannter der bayerischen Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber, die nahe Erding aufgewachsen ist und bis heute auch noch dort lebt. Gruber beschließt, Wiedmann zu unterstützen und mit ihm und ein paar Freunden eine echte Demonstration zu organisieren. Dafür trommelt sie unter anderem in ihrer Canasta-Chatgruppe um Unterstützung. Ihre Nachricht wird weitergeleitet und verbreitet sich aus dem Canasta-Chat wie ein Lauffeuer bis nach Österreich. Am Ende werden in Erding am 10. Juni gut 13.000 Menschen demonstrieren. Der bayerische Bauernpräsident hält eine Rede, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ebenso und wird teilweise mit Pfiffen und Hauabrufen bedacht. Auch sein Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern spricht und schimpft derart bierzelttauglich auf die Ampelregierung, dass es sogar Zugaberufe gibt. Monika Gruber sagt später in einem Interview, wo sie in Innsbruck mit dem Magazin Cicero, wo sie am Vorabend einen Auftritt mit ihrem Kabarettprogramm ohne Worte hatte. Es wird offenbar ein dreistündiges Gespräch voller Emotionen. Grubers Freude ist groß, dass sie so viele Leute mobilisieren konnte. Ich glaube, das kann man wirklich sehr gut nachvollziehen. Ihre Wut auf vor allem die Grünen, aber ist es ebenso. Auch ihre Trauer, dass nicht nur Ampelpolitiker und deren Unterstützer sie und die Demonstranten mit sämtlichen Zuschreibungen strafen, die das Diffamierungsrepertoire zu bieten hat. Querdenker, Verschwörungsideologen, Rechtsextremisten. Auch ein ehemaliger Weggefährte Grubers beschimpft sie im Internet. Und sofort reflexartig als rechts oder als gar als Demokratiefeinde zu framen, empfinde ich als Verunglimpfung und infam, sagt Monika Gruber. Die Demonstranten und sie hätten lediglich von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht. Zitat weiter von Monika Gruber: Allein welcher Hass bisweilen abgesondert wird, weil man eine andere Meinung hat als jene, die dem anderen genehm ist, finde ich wirklich erschütternd. Zitat Ende. Die 52-Jährige kennt die einschlägigen Reflexe einer halb kaputten Debattenkultur bereits. Dem deutschen Kabarett etwa diagnostiziert Gruber, die sich konservativ-liberal nennt, einen unüberwindbaren Graben infolge der Flüchtlingskrise 2015-2016.
Damals hätte sich die Branche aufgespalten in vermeintlich links und vermeintlich rechts. Als sie während der Corona-Pandemie viele Maßnahmen der beiden Bundesregierungen kritisierte, wurde sie angefeindet. Ebenso dafür, dass sie sich regelmäßig über den linksgrünen Zeitgeist lustig macht in ihrem Programm. Über das Gendern oder über die Frage, mit welchen Pronomen jemand angesprochen werden möchte. Für Gruber sind all das Phänomene einer urbanen Minderheit. Das sind auf dem Land keine Themen, die interessieren. Und mit dem Land, da kennt sich Monika Gruber bestens auf. Gruber ist als älteste Tochter auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ihr Bruder führt den Betrieb noch immer im Nebenerwerb. Sie sagt, sie sei ein braves und schüchternes Kind gewesen, aber regelmäßig ausgebüxt. Ihre Mutter habe deshalb den Hof eingezäumt, weil sie Angst hatte, der kleinen Gruberin könne etwas zustoßen. Im Hotel in Innsbruck bestellt sie beim Cicero-Gespräch noch einen Cappuccino. Sie sagt, Zitat, abgehauen bin ich trotzdem, weil die Mama der Nachbarskinder, die Königseder Rosa, den besten Kirschstreuselkuchen der Welt gemacht hat. Zitat Ende. Am Abend desselben Tages, das Gespräch ist seit Stunden vorüber offenbar, berichtet aber ein Online-Portal darüber, dass eine weitere Heizungsideologie-Demonstration mit bis zu 100.000 Menschen wegen des Heizungskompromisses innerhalb der Ampelregierung abgesagt worden sei. Franz Miedmann, der Erdinger mit dem Schild, der einsam protestierende Mann, bestätigt das auf Nachfrage. Monika Gruber aber wird von der Meldung überrascht. Doch sie zeigt sich kämpferisch. Man werde, Zitat, die weitere Entwicklung sehr genau beobachten und wenn nötig den Protest wieder aufnehmen. Zitat Ende. Der Aufwand, die Risiken, der Hass, ist es das alles wirklich wert? Sie sagt, mir ist es das wert, ja. Und weiter, Zitat, ich möchte nicht irgendwann sagen müssen, dass ich der ökonomischen und gesellschaftlichen Zerstörung meiner Heimat tatenlos zugeschaut habe. Zitat Ende. Ja, und die Moral von der Geschichte, es gibt nicht nur systemhörige Kabarettisten, sondern eben auch mutige. Sie ist nicht die einzige, es gibt noch die ganz große Grande Dame Lisa Fitz, auf deren Auftritt im Dezember in der Schweiz ich mich außerordentlich freue und von der ich auch gelernt habe, dass man im Kabarett als Kabarettist auf der Bühne auch mal aushalten muss, wenn man etwas Ernstes mitteilt, das eben 5, 6, 7, 8 Minuten lang im Publikum nicht gelacht wird. Sonst ist es einfach Slapstick-Comedy mit vielen Schenkelklopfen. Die zweite Moral von der Geschichte, mein Gott, dieser Franz Wiedmann, was muss der für ein Optimist sein oder was muss dem egal sein, was die Leute denken, wenn der sich einfach allein als Inhaber eines Optikerladens auf einen öffentlichen Platz in Erding stellt und sagt, ich habe genug von diesen Heizvorschriften. Was daraus entsteht, wie soll man das nennen? Ist das ein Lauffeuer oder ist es das Schneeballprinzip, dass der Schneeball größer wurde? Ist es ein Zufall, dass er Monika Gruber kennt? Er konnte nicht damit rechnen, das hätte sie gleich fragen können, dass sie da dermaßen Lärm und Werbung macht für sein Anliegen, das auch ihres ist. Aber ich glaube, dieses Video, wenn es euch gefällt, teilt es mit euren Liebsten und Freunden. Es soll auch eben ein bisschen zeigen, und denen widersprechen, die sagen, ja, wir können sowieso nichts machen. Die Obrigkeit ist zu groß und es ist alles top-down im Neusprech. Nun, dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck et al. Ist noch nicht vom Tisch, aber es ist im Moment einmal aufgehalten. Und das ist was, aber solche Dinge kommen nicht von einfach abnicken und wie es heißt, die schweigende und abnickende Mehrheit. Das ist die große bürgerliche, demokratische Gefahr für die Demokratie. Also nehmt doch das ein bisschen mit. Wir können was tun und wenn Mutige vorangehen, dann kann plötzlich eine Dynamik
entstehen im Sinn der Friedfertigkeit, der absolut zivilen Rechte. Und diese Dynamik kann innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens eben zumindest mal zu einer Blockierung und zu einer Denkpause. Und diese Denkpause, die sorgt natürlich für rauchende Köpfe, auch im Deutschen Bundestag und auch zu gewissen Verschiebungen in den Umfragen über die Beliebtheit von den Parteien. Ja, mein Kabarett pausiert, aber ihr seht, ich setze mich extrem auseinander mit dieser Thematik. Tickets gibt es immer unter info@männerpraxis.ch. Der nächste Auftritt 9.9. in Engelberg, dann 14.9. in Niederbüren auf der wunderbaren Blumen Ranch und am 15.9. am Freitag im Rathaussaal in Vaduz. Wir freuen uns über jedes Ticket, das ihr bestellt, ganz ehrlich, das macht uns wirklich Spaß. Und mein Name ansonsten Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Schaut auch auf unsere Partner-Plattform, auch dort haben wir etwas nachdenklich Stimmendes, nicht so optimistisch Stimmendes wie hier bei YouTube, aber es lohnt sich, auch diesen Gedanken nachzugehen, auch da können wir noch etwas dagegen tun. Also schaltet auch auf Rumble. Saludos a todos, sali zusammen, man sieht sich, schön seid ihr bei uns. Vergesst nicht das Abo bei YouTube und das Abo auf Rumble. Macht's gut.